Kennt ihr noch die verbotene Burger King-Werbung, bei der Ronald McDonald bei Burger King einen Big Mac wie immer bestellt? Verkaufsargument hierbei 25% mehr Fleisch als der Big Mac und ein niedrigerer Preis. Generell nimmt Burger King in seinen Werbekampagnen McDonalds doch schon sehr häufig aufs Korn. Umgekehrt ist dies eher weniger der Fall. Eine ähnliche Werbung gab es auch 1996, als der Big King noch Double Supreme hieß. Hier aßen drei McDonalds-Mitarbeiter in ihrer Mittagspause diesen Burger und erwähnten auch, dass dieser doch deutlich besser schmecke und mehr Beef habe als der Big Mac. Das Ganze gab es aber auch schon in den 80ern. Hier wurden beispielsweise die Vorzüge des Whoppers gegenüber dem McDLT, in Deutschland als Hamburger Royal TS bekannt, hervorgehoben. Aber auch bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter scheut Burger King nicht vor Seitenhieben gegen die Konkurrenz zurück, wie man hier unschwer erkennen kann. Wo geht ihr lieber hin, Burger King oder McDonald's?